Hallo, willkommen zu einem neuen Replay. Schon Runde 3, aber in der ersten Runde passiert eigentlich eh nicht so viel. Und das ist das Einzige, was gerade auch war zwischen zwei absoluten Top-Spielern. Jetzt gucken wir mal, was die gerade angestellt haben. Also wir haben bei Sarah unten Elite Mass-Produced und Mass-Produced. Okay. Und jumpt dann drüber, also das typische Wespenspiel. Das ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Und Sabertooth Mass-Produced. Genau, also das mit der Wespe kennen wir ja so ein bisschen, ne? Die jumpt dann hin und her, das macht man dann 4, 5 Runden, gewinnt damit viele Runden und dann hat man das Spiel verloren. Mal gucken, ob das hier anders läuft. Die war da schon letzte Runde irgendwo da oben. Ich vermute mal, der hat die vorher da gehabt und hat die jetzt hier nach unten bewegt. Weil er halt mit dem Satellit reagiert hat, ne? Aber an der falschen Stelle. Jetzt denke ich mal, die wurde auf der Leiste umgestellt. Unser Taranteln im Norden. Mit einem mechanisierten Knubbel. Sagen wir es mal so. Die Wetten sind schon alle auf der guten Sarah. Ich glaube, das ist ein Typ ist. Ich weiß nur, dass der mich letztens gecancelt hat, weil ich ein zu geringes MMR war. Kann man ja verstehen. Ich habe ja noch nie eine Chance gehabt gegen irgendeinen aus der Top 10. So. Ja, was machen die jetzt als nächstes? Also die Wespe wird jetzt hin und her titschen, das heißt, er müsste jetzt sich um Verteidigung kümmern oder halt selber aggressiv losgehen gegen das Headquarter. Was schwierig ist, weil die Wespe ja doch relativ schnell ist. Wenn wir jetzt wirklich zwei Mustangs dafür aufstellen. Ja, Fire Badger, wie gesagt, also jeder Topspieler nimmt hier Fire Badger. Also das ist einfach gegeben, ne? Der ist einfach viel zu stark derzeit. Wespe wieder umgestellt ein Stück. Hat er jetzt im Norden gerade gepickt? Die Steamballs tatsächlich. Und er hat da einen verkauft von den beiden. Hacker. Hat er ja. Ja, muss man sagen, also ist eigentlich noch nicht mal wegen Steeball geraten. Da sind Taranteln, dann lohnt sich der Hacker halt, ne? Also da ist er schon sehr simpel zu sagen, der Hacker kann da reinpassen. Und dann Steeball zu holen. Man hat ja mehr Single-Targets. Also alles, was eine Tarantel tötet, tötet auch einen Steeball. Ja, selbst wenn es kein Hacker gewesen wäre, wäre es unangenehm geworden. Also der Evil Choice, glaube ich, doch einen sehr großen Fehler begangen gerade. Ich mache vielleicht gerade auch einen Fehler, weil, wie gesagt, normalerweise verlieren die trotzdem wegen den Wespen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Damage-Item auf dem Steamball. Ich muss aber den Lasern wirklich nochmal testen, ob das wirklich einen großen Unterschied macht. Also erhöht es halt, wie schnell der Laser sich auflädt oder die Maximalaufladung des Lasers, ne? Das wäre halt der interessante Punkt. Und letzteres macht dann fast gar nichts. Das müsste ich nochmal testen. Genau, und wie gesagt, mit den Hackern sicher sehr angenehm hier, ne? Das waren ja alle Single Targets, dann war so nett noch mehr Single Targets dazugestellt. Das war super angenehm. Wenn er jetzt Kleinvieh holt, sind ja auch die Badger schon da. Also der hat da, glaube ich, gerade eine riesen Baustelle im Norden. Und dann generell die Tarantel, ne? Macht nicht viel, gibt dem Gegner aber viel. Der Klassiker aus meiner Sicht. Übernimmt jetzt quasi die Anti-Chaff-Funktion, weil der Tarantel das nicht zutraut, Fragezeichen. Aber auf jeden Fall ist das jetzt die Anti-Chaff-Funktion. In der Konfiguration minimal Schaden, aber das ist da vorne schon sehr tricky, ne? Sich noch ein Hacker gegönnt.
Also schneidet er sich wirklich schnell genug durch sowas hier durch? Ich meine, jeder von denen hat 11.000 Leben, ja? Das ist heftig. Also 12 Schüsse, bis einer von denen tot ist. Das kann ein bisschen dauern. Und auch nur, weil er das Item hat. Ja, das mit der Wespe ist fies, ne? Der weiß halt nie, ob sie noch da oben gleich steht. Deswegen reagiert er da so komisch drauf. Oder in dem Fall eben nicht drauf, ne? Sind das Mind Games. Und genau, jetzt kann die Wespe halt im Prinzip wieder durch. Ein bisschen Glück. Ja, schafft die das? Tankt ihr noch genug? Das ist leider hängen geblieben. Zwei sind durch. Ja, links oder rechts schießen? Rechts? Ah, reicht aber nicht. Oder? Noch ein Schuss gefehlt. Genau, die Hacker haben sich wieder Taranteln geholt in der Zeit. Wäre ja sonst auch langweilig. Allerdings fehlt jetzt die Flugabwehr, ne? Deswegen die Wraith diese Runde mit nach Hause bringen. Er müsste bei den Taranteln noch Flugabwehr ausgeben. Hat er leider nicht, ne? Also für die Gegner ausgeben. Genau, was wird er jetzt holen, um die UFOs zu kontern? Er muss jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Mit so Sachen wie mit Overlord und so, weil. Also Melter wäre, glaube ich, die beste Antwort, ne? Weil sonst die gehackten Sachen direkt tötet. Aber Melting Point ist natürlich auch sehr teuer. Luftabwehrraketen sind zu schwach, oder? Den ganzen Tag reinballern. Ja, okay. Also ich sage nicht, dass es nicht geht. Ich sage nur, dass dieser Burstschaden, den diese Einheiten jetzt bringen, dass die eventuell einen sinnvollen Hackfire hindern. Also muss ja nicht sein, aber angenehm ist es sicher nicht. Die Vespa als Verteidiger. Also Level 4, ne? Die hat was mitgenommen. Die kann da unten jetzt aufräumen. Die Frage, ob er auch rechtzeitig auf die Spinne einloggt oder die dann einfach vorbeiläuft. Aber ist auch noch ein Crawler, ne, der glaube ich zur Spinne läuft. Überall Satelliten. Ja, also er hat ja schon am Anfang eins gespielt, jetzt nochmal drei. Also ich habe zumindest in Summe schon 4 Satelliten gezählt, für eine Wespe zu kontern, eine Budget-Wespe zusätzlich. Also, das ist schon sehr unangenehm. Obwohl man auch sagen muss, dass das seine Aufstellung geschuldet ist, weil er vorne steht. Ne? Hätte er eine normale Linienaufstellung gehabt, das machen die Topspieler ja selten, dann hätte er jetzt nicht dieses Wespenproblem nonstop gehabt und Satelliten investieren müssen zusätzlich. Spinne? Spinne? Okay. Genau, die klären jetzt einfach in Rekordzeit das ganze Kleinvieh, ne? Und jetzt können die Hacker wieder anfangen. Hat denen Schilde gegeben. Interessant. Hätte man ja auch sagen können, Reichweite, aber Schilde klappt ja tatsächlich. Einfach weil Taranteln auch keine Reichweite haben, geht das wahrscheinlich ohne Probleme. Ja, sehr schön. Es wäre halt schön, wenn der Entwickler regelmäßig mal Statistiken bekannt geben würde. Aber vielleicht würde das den Meta zu sehr beeinflussen. Also so, wie ist die Winrate der Einheiten? Mich würde echt mal die Winrate der Taranteln interessieren. Ich habe das Gefühl, dass die sehr miserabel funktioniert. Bilder ausknipsen? Oder so ist der Versuch? Schon Level 4. Okay, ja. Also deswegen hat er sich auch für die Schildeprämie entschieden, ne? Weil er einfach die Schilde halt dicker haben will. 80.000 hat das rechte uns, das rechts hier. Es ist halt wirklich so, das Beste, was er da oben machen kann, ist die Taranteln verkaufen, ne? Das ist nicht die beste Strategie des Tages. Also sie werden ja jede Runde gehackt, die Taranteln. Und dann sind ja jede Runde eine zusätzliche Armee für ihn hier unten, ne? Und er hat sie ja eigentlich nur und fast ausschließlich, um diesen zwei Crawler hier zu kontern. Und das war schon Arclight ja schon da und der macht sie ja eigentlich auch schon. Also, was würde passieren, wenn ihr Tarantel verkauft? Klar, braucht er irgendwas zum Spielen. Aber ja. Also ich würde das Wespen-Spam empfehlen für den Norden. All-in-Wespe. Und die Vögel besser machen. Die Wespe hat halt auch den Vorteil, dass sie ein bisschen gegen den Phönix tankt, ne?
Also Bomber, Wespe jetzt hier an der Front, einmal komplett da durch. Wäre, glaube ich, sehr stark gewesen. Und noch ein Hacker da. Er hat auch schon Level 3, der Phönix. Er schießt halt auf diese Schlüsseleinheit da vorne, ne? Direkt von Anfang an. Und die Hacker, die hacken sich da durch. Ist ganz unglaublich. Die ganze Armee wird übernommen. Okidoki. Also ich glaube nicht, dass die Spinne, die Dings entscheidend war dafür, ne? Die da. Ich glaube wirklich, dass das der Hacker war. Beziehungsweise eben, also ich glaube die Taranteln, wie gesagt. Also welche Funktionen haben die erfüllt, außer dass die teuer waren und dem Gegner halt tolle Einheiten gegeben haben zum Hacken. Jetzt ist die Zeit. So, die gleichen Spieler haben nochmal eine Rückrunde. Ich glaube, das ist auch nicht verwunderlich, weil, also, ne, wie gesagt, ich weiß zumindest von Sarah, dass er gerne cancelt. Und wenn die halt in ihrer kleinen Blase da oben eh schon die Leute dann canceln, wenn mal ein anderer erscheint, dann tauchen die natürlich immer gegeneinander wieder auf. Kann ja sein, dass das von denen so gewollt ist. Das System unterstützt das auf jeden Fall auch. Ob das gut für ein faires MMR ist, ist eine andere Frage. In jedem Fall haben die jetzt ein Rückspiel. Elite-Pick sieht man sehr häufig. Aber also ich habe zumindest mal einen Top-Spieler dazu gehört, der gesagt hat, eigentlich ist das kein starker Pick. Ich persönlich halte ihn für katastrophal. Also hauptsächlich, weil ihr unflexibel seid. Der Gegner weiß halt, dass ihr nur ein kleines Spektrum an Einheiten spielen könnt. Und entsprechend kann man halt Probleme schaffen. Apropos, meine Links klappt nicht mehr. Sekunde. Jetzt geht's wieder. Sarah auf der oberen Seite diesmal mit Geld und unten halt Nachschub. Elite. Und wieder Aggro. Diesmal hat Sarah die Taranteln. Ich glaube, bei den Steeboy-Starts der Topspieler kann man zu 1000% davon ausgehen, dass die irgendwo vorne stehen. Ja? Das ist, glaube ich, ein Gegeben. Die Idee dahinter, die gängige, ist, dass man denen ein Level geben muss, damit die irgendeine Chance haben, in Bedeutung zu erlangen, die Steeboys. Und deswegen sind die dann vorne, in der Hoffnung, dass die zum Headquarter kommt, ein bisschen Bonus-XP und solche Geschichten. Also links unten ist übrigens immer so ein halber Fehler, wie ich finde, weil. Also, er hat ihn hier hingestellt, damit das Headquarter sicher ist, ne? Aber es ist ja nicht sicher, der kann ja zum Beispiel einen Rhino hinstellen, eine Wespe oder eine Artillerie und ist trotzdem weg und der steht da umsonst. Jetzt kann man argumentieren, okay, der deckt zumindest, falls ein Crawler kommen würde, den ab, ne? Weil der Fang ist ja so langsam, dass es egal wäre. Also, falls ein Crawler gekommen wäre und in der ersten Runde gestanden hätte, hätte er den abgefangen. Das ist aber ein sehr kleines Spektrum, was da abgedeckt wird, während die Hauptarmee da mit einem Antischaff weniger arbeitet. Krabbler und das die Wespe. Ich finde halt auch, wenn jemand rusht, ne, dann ist ganz gut, wenn man einfach Gegner Headquarter von ihm holt. Ist ja oft so, dass ihr, also in dem Falle jetzt nicht, weil er hat perfekt richtig geraten, die Seite, aber ist ja oft so, dass ihr eure Armee dann, ne, hier irgendwie zwei die Hälfte haben, da die Hälfte. Interessant, dass er keinen für den aufgestellt hat. Gucken wir, ob das reicht. Und tot. Und Level up. Die Vespa hat einen Satellit gefunden. Ja.
auch beide Headquarter, ne? Dann ist natürlich schön durch. Jetzt geht das Wespenspiel halt wieder los, ne? Also kann er jetzt rumteleportieren und so weiter, ne? Tech. Genau. Ich hätte vielleicht einen Crawler davor. Das wäre komisch, aber die Wespe haut sich ja trotzdem da durch. Die Mind Games. In jedem Fall bricht er damit die Aggro hier, wenn er die Wespe durchbekommt in irgendeiner Form. Das ist schon das Zeitspiel, wo er das macht, auch gegen denselben Gegner. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, was er gerade einstudiert. Je weniger Vielfalt ihr in euren Strategien habt, desto besser sind die Strategien, die ihr benutzt. Ne? Und desto eher sind die wettbewerbsfähig. Was natürlich ein bisschen zu sterilen Spielen führt, wenn ihr grindet. Ein Teil der Crawler wird er nicht erwischen, oder? Also gibt es einen Grund, dass er so stehen musste? Hätte man das nicht auch vielleicht so ziehen können? Dann hätte er den komplett erwischt. Ich glaube, die hier oben, die erste Reihe kriegt er vielleicht nicht. Aber vielleicht ist auch nicht so wichtig, weil der dann da drauf schießt. Oh, zweite Weste. Okay. Er hat sich damit entschieden, die Kopf in Front zu stellen. Also ihr könnt häufig davon ausgehen, dass ein Spieler, der HQ snipen möchte, dass er diese Fähigkeiten benutzt, ne, die angeboten werden. Alles früh gewinnen. Weil die Steelboys verlieren halt super schnell an Bedeutung. Also er hat ja noch keine Steelboy-Konter geholt. Die Marksmen sind jetzt quasi raus, weil die Steelboys überlevelt haben. Ja, also die haben die Marksmen Level 1, die Steelboys Level 2, jetzt vielleicht sogar Level 3 teilweise. Von daher müsste er jetzt eine neue Antwort durch die Steelboys holen. Und das ist genau die Situation, die eigentlich der Rusher haben möchte. Die Wespe vielleicht. Also solange Sarah das Spiel in die Länge ziehen kann, ist er in einer guten Position. Der Rush gibt einfach nicht genug her fürs Late Game in aller Regel. Habt halt dann so Probleme wie, ne, was wollt ihr da hinstellen, wenn da kein Platz mehr ist da vorne? Wie wollt ihr die Backline sinnvoll schützen? Und, oder die Seiten und was nicht alles Schönes gibt. So, der Rhino. Genau, los geht's. Der kostet nur 100. Ne? Der will sich da jetzt durchhacken. Das ist ein Indiz dafür, dass er gleich auch verkaufen will. Also er weiß, dass der auch nur eine Runde klappt oder so. Lauffeuermäßig. Die Frage, ob es jetzt notwendig war, den Rhino zu holen, weil er Vergleichbares macht wie der Steeball, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Und man sieht hier eigentlich, wie der Chaff sich anhäuft, aber der Chaff Clear hier vorne nicht existent ist. Also der kein Level, der keine Reichweite, das ist kein Dritter bei. Wenn der Chaff mehr wird jede Runde. Also ich bin überrascht, dass er sich nicht selbst für die UFOs entschieden hat. Die hätten den Chaff Clear übernommen. Klar, die Marksmen sind ein bisschen fies da vorne, aber die haben noch gar keine Level und nix. Oder halt der klassische Mustang dabei. Oder halt die Wespe dahinter ziehen, die ja auch gegen die Dinger gut wären. Obwohl, das wäre jetzt wahrscheinlich daneben gegangen wegen denen eventuell. Ja, die eine Wespe ist immer noch fleißig dabei, Möglichkeiten zu suchen. Hat mit dem UFO gerechnet. Ich bin den Rhino war ein ungewöhnlicher Kauf. Sehr, sehr ungewöhnlich. Da ging es wirklich um die Tankiness. Aber das ist ja das Einzige, was die Steelboys auch leisten. Genau, und die Wespe wieder durch. Also hat auf jeden Fall ordentlich getankt, das muss man den Dingern lassen. Aber kann das jetzt nicht von Skorpionen sowohl der Steelboy als auch der links gekontert werden, der Rhino? Also jetzt nicht vier Einheiten, die man quasi mit zwei Steelboys kontern kann. Oder halt einem Hacker. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier passiert wird. Also ein Hacker von Sarah könnte echt hier wieder aufräumen. Zumal die auch keine Reichweite haben, sondern Überlebenspunkte kommen. Und wenn man den halt hackt, kann er sich auch wieder hochheilen. Und er kennt das Spielchen. Also, ich finde den Hacker gar nicht schlecht da oben. Defense-Einheit, der Feng.
Natürlich ärgerlich, wenn die jetzt zu viel darauf einloggen, aber ich glaube, ein paar kommen auf die Wespe. Bedenken nur, dass die Wespe sofort einsatzbereit ist, ne? Also wenn man das macht, dann muss man da, glaube ich, auch ein Schild hinsetzen. Man kann den ja ganz gerne hier vorne hinsetzen mit dem Schutzschild und dann tankt der tatsächlich auch. Also das Schild tankt dann und er tötet ihn und das Schild bleibt. Und dann ist die rechte Seite gesichert, weil das hat sie dann Vermögen gekostet. Genau, und dieser Tod, der fängt. Der stand halt einfach sehr weit vorne. Und wieder ein Satellit. Also diese Wespen auf jeden Fall, die kosten immer als Reaktion sehr viel bei ihm jetzt hier im Süden. Letzte Runde halt auch schon, ne? Denkt an die vier Satelliten. Plus eben mal die Runde hier verloren nach dem Headquarter-Snipe. Und hier haben wir jetzt auch wieder Reaktionen gesehen, die nicht funktioniert haben und teuer waren. Am Schluss hat es funktioniert, aber es war ja der Fang und der Satellit, ne? Also Sarah scheint sich da wieder erfolgreich durchzuhacken. Ist ja ganz simpel, ne? Der hat halt einfach den Wasch überlebt und das ist einfach eine gute Sache. Also, und ich sehe halt, wie gesagt, nicht, dass das hier sich ergänzt und das ist ein sehr teures Investment. Und der ist immer noch Elite im Süden. Also ich sehe auch nicht, wie der jetzt im Late Game besonders flexibel darauf reagiert, auf die ganzen Bedrohungen. Klar, wenn das jetzt, wenn die einer tot, sind die alle Level 2. Also das ist schon ganz nice für ihn nachher. Aber das ist das Einzige, was gerade für den Süden spricht. Die Wespe wieder auf der linken Seite. Genau, die werden jetzt verkauft. Wie gesagt, der kostet nur 100, dieses Upgrade. Von da kann man die skrupellos verkaufen. Ich mache das auch schon seit Monaten so. Aber wie gesagt, der Nutzen, weiß nicht. Steeball mit Reichweite gegen Steeball ohne Reichweite. Mal sehen. Wieder setzt sein Crawler Spawn defensiv, ne? Ach nee, doch nicht. Doch, nee, defensiv war richtig. Die Wespe kommt wieder. Hackt die natürlich da durch, ne? Bam, bam, und wieder Headquarter. Ja, sieht wieder sehr deutlich aus. Wie gesagt, unerfolgreicher Wasch und Elite. Das spricht beides eigentlich gegen den Süden derzeit. Badger. Er ist ja, glaube ich, noch nicht einmal an den Wasch rangekommen, ne? Und normal würde man ja auch hier oben vielleicht was erwarten, mit diesen ganzen Crawler nach hinten weglaufen. Okay, da war der Spoiler. Am Schluss könnt ihr ja die ganzen Fragen stellen. Ist die Rush-Strategie ein Fehler? Ist die Einheitenwahl ein Fehler? Ist die Fähigkeitenwahl ein Fehler? Ne, gibt es ja alles Mögliche. War die Wespe so ein großes Problem? Und. Also was macht denn jetzt aus, den Sieg? Ich denke, dass das hier sehr käsig war. Die Balls. Na, immerhin 15.000 bei dem einen, aber der hatte eben nur 1.000. Auch diese Runde einen Firebadger da hinstellen und einen Crawler vielleicht zusammen, ne? Dass sie einfach hier alles nach hinten ziehen, alles ablenken, aufs Headquarter gehen. Also der Q-Rush ohne zweiten Winkel, das einfach alles ins Bottleneck führen. Das ist ja ungewöhnlich.
Nicht unmöglich, aber ungewöhnlich. Ah, wir haben die Wetten gestanden, was kriegen wir jetzt? Geht so. Hat wohl auch keiner wirklich dran geglaubt. Okay, ja, das war die Geschichte auf jeden Fall. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.